So, da sind wir auch wieder bei Rise of the Triad. Zweiter Part, weiter geht's. Zweites Level. Burned and Amazed heißt das Ganze. Ja, starten wir doch mal durch. War hier noch was? Nein, ich glaube, hier gibt's am Anfang des Levels keine Secrets, soweit ich weiß. I'm the Widowmaker. Wenn doch, kann man mich ja berichtigen. So, das war ein bisschen Overkill. Also so auf diese normalen Gegner braucht man diese Superwaffen nicht anzuwenden. Es gibt später so stärkere Zwischengegner, aber das sieht man dann auch, die haben dann eine HP-Leiste oben. Und dann gibt es natürlich auch noch Bossgegner am Ende jeder Episode. Bossgegner oder Bosskämpfe sind so ein bisschen so das Highlight hier in dem Game. So, sammeln wir mal alle Münzen hier ein. Ja, ein bisschen essen. Ach ja, darauf bin ich in der letzten Folge gar nicht eingegangen. Wie heilt man sich ja eigentlich? Ja. Es ist ja nicht so wie in anderen Shootern, dass man sich über so ein Auto-Heal-System heilt, sondern hier hat man so Essen. Das hier ist jetzt ein Monk-Meal, also ein Mönchsmahl. Und das kann man dann aufheben und kriegt dann HP. Da gibt es dann auch noch irgend so Reisschalen und die stellen dann mehr HP wieder her. Dann gibt es das Ganze noch in gekochten Varianten. Das sieht man dann, dass die so ein bisschen brennen. Und dann stellen die noch mehr HP wieder her. Ich wollte aber jetzt noch ein Secret abholen. Und zwar, wenn man hier über diese Platte läuft, öffnet sich da hinten diese Türe. Zack, und dann kann man hier hoch, hier runter. Oh, hat mal ein Secret gefunden und ich bin ja gerade unter diesem Steinblock hängen geblieben. Ja, das passiert ja schon mal, hier gibt es mal so ein paar blöde Clipping-Fehler in dem Game. Aber wie gesagt, die Entwickler haben schon sich schon zu Wort gemeldet und versprochen, dass sie jetzt an einem großen Patch arbeiten, der doch einige Fehler, die das Spiel hat, beheben soll. Aber wie muss sein, weiter geht's. Wir schießen weiter Nazis über den Haufen. Was könnte Schöneres geben? Nein. Okay. Wäre schöner, wenn sowas gar nicht nötig wäre. Aber egal. Ist ja auch nur ein Spiel. I'm the Widowmaker. So, wir sammeln hier weiter Münzen ein. Genau, hier war ein Schalter, der eine Tür öffnet. Der auch bewirkt, dass wenn ich jetzt hier zurückgehe, hier auf einmal Gegner stehen. Ja, eigentlich sollte man ja auch von der anderen Seite rein und nicht mit einem Rocket Jump da hoch, wie ich das gerade gemacht habe. Kann man aber machen. Ja. Der gute alte Rocket Jump. Medic! Wer kennt ihn nicht? So. Hier oben sind auch Münzen. Beziehungsweise so Ankkreuze. Die heißen aber trotzdem irgendwie Coins in dem Spiel. Die hole ich mir auch nochmal. Zack, zack. Und da haben wir auch schon. So, dann kann man hier noch hoch. Dann ist hier nämlich sind hier auch so ein paar Münzen versteckt. Ist jetzt kein wirkliches Secret. Aber manche Münzen sind halt auch ein bisschen ja, im Verborgenen. Sieht man halt nicht sofort. Auf der anderen Seite nochmal das gleiche. So, hier müsste jetzt auch noch ein Gegner kommen. Nee, erstmal nicht. Der ist vielleicht noch in dem Gebäude. Den holen wir uns gleich noch, weil da sind nämlich auch noch Münzen. Der hält uns hier von unseren Punkten fern. So. Hier wieder über Kisten hoch, wenn ich denn gescheit springen könnte. So, hier müsste eigentlich auch noch ein Gegner drin sein. Ich frage mich, wo er ist. Vielleicht auf Urlaub. Man weiß es nicht. Oder es war der Gegner jetzt irgendwie komischerweise schon darüber gelaufen. Naja. So. Was ich auch sehr cool finde, dass die Level doch recht abwechslungsreich sind. So, jetzt hier die ersten Level, bei ersten beiden Level spielen so in Außenarealen. Später geht es dann mehr in Innenareale, aber dann kommen dann auch wieder Außenareale. Und auch die Settings wechseln sich halt ab. Vor allem was die unter den verschiedenen Episoden und gerade gegen Ende, finde ich, haben die Entwickler ja, doch ein paar schöne Levels auf dem Monitor gezaubert. Also vom Stil schick aussehen. Die Grafik sind natürlich jetzt nicht die allerbeste. Trotzdem gibt es ja einige schicke Levels. Ich frage mich auch gerade, ob ich hier gerade irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Und wie gesagt, ich kenne nicht alle Secrets. Sollte es hier noch eins gegeben haben, dann kenne ich es nicht. So, die Shooting Gallery. Ja, der Schießstand. Nicht, dass das ganze Spiel nicht ohnehin schon ein einziger Schießstand wäre, aber... So, hier, ich wurde gerade eingenetzt. Das können die Gegner auch. Dann kann ich einfach auf Q drücken und mich mit dem Messer wieder rausschneiden. Während man da drin ist, kann man sich halt nicht bewegen, sich nicht wehren. Und als ich das erste Mal da drin gesteckt habe, habe ich mir gedacht, hä, was ist denn hier los? Ich kann nichts mehr machen. Ich dachte schon, das Spiel sei irgendein Bug oder so. Aber ist es nicht.
Das ist kein Fehler. Ich wusste nur bis dahin nicht, dass es auch Messer gab. Ja. Und dann stand ich halt da drin, vor mir fünf Gegner oder so, und wie das ausgegangen ist, könnt ihr euch ja denken. So, wir essen mal was. Meine Nase tut gerade, sorry, wenn ich gerade stehen bleibe, aber meine Nase. Ja, genau, rülps nochmal. Ja, die Damen mal wieder, kein Benehmen. So. Ja, weiter geht's. Hier gab es noch was zu futtern. Jetzt haben wir wieder volle HP. Und einen toten Gegner mehr. So. Ich werde das übrigens hier bei dem Projekt jetzt so machen, ups, dass ich die Parts schon nach den Leveln trenne. Also ein Part wird in der Regel immer ein Level beinhalten. Also die Parts werden nicht einheitlich lang sein. Es gibt ein paar Levels, die hat man sehr schnell durch. Wenn das der Fall sein sollte und der Part wird sonst zu kurz, dann werde ich auch noch weiterspielen und dann gegebenenfalls bei einem Checkpunkt im Level aufhören. Ja, der battelt jetzt ein bisschen und stirbt dann trotzdem. Man wird verletzt. Naja. Wow. Wo kommt der denn her? Ja. Dann kriegt er halt mal eine zielsuchende Rakete ins Gesicht. Ich überleg grad, hier war glaube ich auch nichts mehr. Nope, hier war nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Ja, wie ihr seht, die Gegner hier reagieren manchmal auf einen nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch in anderen Spielen. Sobald man das Areal betritt, hat man sofort Feindbeschuss und hier stehen die manchmal immer erst was rum. Das sind so ein paar Probleme, denen sich die Entwickler wohl annehmen wollen. Das ist manchmal etwas doof, wenn da die Gegner so dumm in der Gegend rumstehen. So, komm, benutzen wir mal die Pistolen. Und diese Doppelpistolen ist so ein Grund, warum dieses Spiel so bekannt geworden ist. Also das Rise of the Triad. Damals gab es ja auch schon, und das gab vorher noch in keinem anderen Spiel so... diesen Akimbo-Stil. So, wir holen jetzt hier noch ein paar Münzen ab. Die kann man auch hoch. Das bringt glaube ich nicht viel. Na, deswegen gehen wir auch wieder runter, holen uns den Reis hier ab. Ja, hier gibt es wieder ein Secret bei dieser Tür. Und ich werde geschossen. So. Genau, jetzt kommt hier eine etwas fiese Stelle, weil hier ein Gegner mit Raketenwerfer dabei sein kann. Deswegen nutze ich auch mal meinen und hau den einfach so weg, die Gegner. So. Der lebt auch noch. Ja. Was man die Gegner trifft, sieht man immer schön an dem Fadenkreuz, und wenn dieser rote Kreis da ist. Also das Fadenkreuz wird ohnehin rot. Ups, da, das meine ich. Der Gegner mit Raketenwerfer. Die können einen schnell zur Strecke bringen. Und deswegen wollte ich die hier erstmal vorsorglich töten, bevor ich nämlich zum nächsten Secret gehe. Ja, gibt's nämlich wieder ein Secret. Na, ich wollte jetzt eigentlich einen Raketenwerfer haben. So. Und diese Tür da ist durch diesen Bodenschalter, den ich da in diesem Raum betätigt habe, geöffnet worden. Allerdings hier stehen noch ein paar Gegner rum. Und das ist schon ein etwas größeres Secret-Areal. Also hier gibt es jetzt nicht nur die paar Münzchen, sondern hier geht es noch ein bisschen weiter. Und ja, hier gibt es auch so ein paar Gemeinheiten. Das gibt es ja auch bei, ja, den kurzen Kandidaten auch. Also das Spiel ist in allen Maßen übertrieben, obszön und ja. Also man darf hier genau nichts ernst nehmen, sonst würde man sich über das Spiel nur ärgern, glaube ich. Jetzt wäre es mir fast passiert, hier diese Bodenplatte. Wenn ich da jetzt drüber gelaufen wäre, ich mach's einfach mal. Ja. Löst irgendwie gerade nicht aus. Naja, auf jeden Fall, theoretisch, wenn man da drüber läuft, kommt die Decke herunter und dann wird man davon platt gedrückt. Also so Gemeinheiten gibt's. Und ja, hier der Boden sieht nicht nur verdächtig aus, er ist es auch. Ist nämlich eine Falltür. Und wenn man sowas nicht kennt, und ich kann es beim ersten Mal natürlich nicht, und Mahlzeit, bin selbstverständlich da reingelaufen. Wie könnte es auch anders sein? Und bin natürlich direkt gestorben. So. Oh, scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht.
So, das wollte ich. Ja, der gute alte Rocket Jump. In keinem, also mir fallen nicht mehr viele Shooter ein, wo der noch vorhanden wäre. Auf jeden Fall, hier gibt es den noch und ja, hat uns zu ein paar Münzen verholfen. I'm red, you're dead. So. Ganz schön. Ja, das ist so ein, ich weiß was, das ist ein Granatwerfer, der irgendwie so Flammenmunition verschießt. Kann ich gleich mal vorführen. So, du stirbst. Münzen. Da stehen dann der Gegner. Ja, hier kann ich einen Granatwerfer oder was auch immer das ist, mal vorführen. So, zack. Und man verschießt das hier und dann kommt da so eine Flammenwand raus, an denen die Gegner verbrennen. Ja, und es bleibt noch ein Skelett übrig. Also spielen wir nochmal. Genau, da seht ihr es. Ja, bleibt nur das Skelett übrig. Und sonstige Leichenteile. Ja. Und Autofahren können die Gegner auch nicht. So, wobei ich ja nichts sagen will. Ich kann gar kein Auto fahren. Ich hab nicht meinen Führerschein. So, alles platt. Alles platt, würde ich sagen. Ich glaube, hier war auch nichts mehr, würde ich sagen. Wir sind wieder bei 13 Minuten, also fast so lang wie der erste Part. Und gebe ich mich noch zufrieden, denn hier ist der Levelausgang. Und ja, das war's mit dem Level. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Part. Und schaut auch weiter zu, denn der nächste Part kommt bestimmt bald. Das nächste Level. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Rise of the Triads.